dann kommen wir hier zurück zu einer sehr, sehr kleinen Folge, die ich jetzt aufnehme. Ich hatte ein großes Problem gehabt beim ganzen Zusammenbauen, dass ich vorhin den 6 Minuten Vorschnitter jetzt einfach mal komplett in die Tonne geklappt habe. Aus dem einfachen Grund, ich habe ein Teil, ich weiß nicht mal welches, ich muss mal gucken, sieht aus wie das hier. Dieses Eckteil, man sieht das vielleicht nicht, einfach nicht ranbekommen habe. Aber ich sehe gerade, das fabelt schon. Nee, das ist... Nee, das ist es. Das ist das Teil, was mir den kompletten Nerv geraubt hat. Aber ich sehe gerade, ist das Teil ist falsch. Deswegen habe ich mich vorhin die ganze Zeit abgerackert, weil das Teil eigentlich komplett falsch ist. Och nein. Das gibt es doch nicht, oder? Ey, so schlimm kann das doch nicht sein. Mir fällt jetzt auf, dass das Teil falsch ist. Wie dämlich muss man sein? Oh, hier kommt noch das in Schwarz wieder rein. Also wird der Part doch ein bisschen länger, als ich doch am Anfang gedacht habe. Ja, das brauche ich. Und das Teil hier war... Ach nee, okay. Das muss hier weg. Das Schwarz, was ich gerade eingesteckt habe, ist an der falschen Position. Ja, wir haben das ja schon so weit möglich zusammengebaut, wie es geht. Und es ist jetzt so weit, dass dieses Band hier komplett alleine läuft. Also mit Motor läuft und recht okay sogar. Das haben wir im letzten Part, glaube ich, habe ich das gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Dadurch, dass ich das alles hin und her werfe, weiß ich nicht mal, wann ich was gemacht habe. Ich zeige jetzt einfach mal, gut, letzten Part haben wir das und das gemacht. So. Wenn es nicht war, tut es mir leid. Wenn es war, dann habe ich Glück gehabt. Falsch schon. Jetzt kommt hier auf die Seite. Ja, ich habe gerade alle möglichen Parts von mit Byte aufgenommen. Das war jetzt so viel, dass ich jetzt erstmal ein paar Stunden rendern darf, ehe alles fertig ist. Es wird hier wieder ein halbes Jahr dauern, aber das ist es wert. Also mit Byte aufzunehmen, wenn alles klappt, macht richtig Spaß, muss ich sagen. Mit Byte aufzunehmen, es ist wie bei Kunstdatei. Also wenn alles funktioniert, alles IO ist, dann gibt es keine weiteren Probleme. Und das freut mich auch mit Freude, dass das dann alles 1A funktioniert. Oder wenn dann 2A, das geht auch. Wenn man den Ton ein bisschen rumspinnt oder so. Wenn schon wieder 3 irgendwas ist, dann ist es nicht mehr so gut. So, es kommt noch die Übergabeschirme, müsste das sein. Die fehlt mir jetzt noch komplett. Die habe ich jetzt, gedacht, die mache ich nicht so. Die mache ich wenn dann mit Aufnahme aus einem einfachen Grund, was soll ich denn alleine hier sitzen, das Ding zusammenbauen, obwohl es mehrere tausend Leute zu Hause auch machen. Ich habe doch meine Zeit jetzt, ich bin ein bisschen gemütlich da. Hab noch ein zum Abendbrot gegessen, hab morgen Spätschicht. Also, Spätschicht liebe ich. Also ich muss wirklich sagen, Spätschicht ist meine fast liebste Arbeitsschicht. Wenn ich nie in der Nachtschicht so müde wäre, wäre es die Nachtschicht. Weil ich dann vom Tag irgendwie, also schon mehr habe. Aber die Spätschicht allgemein, kommt man später hin, man arbeitet, man kann früh nochmal tagsüber einkaufen gehen und ich finde Tagschicht eigentlich recht okay. Ich habe nichts mehr gegen Tagschicht auszusetzen. Die finde ich eigentlich recht nice. So. Ich bin mal gespannt. Eigentlich könnte ich sogar noch ein Part aufnehmen. Könnte ich sogar machen. Das ist aber dann so ein Stapel von Steinen. Ich glaube, die sortiere ich lieber zuerst, als wenn ich die so zusammenbaue. Das würde, glaube ich, sonst den Rahmen des Platzes sprengen hier. Aber das sortieren sowieso, ich muss eigentlich meinen Essenstisch da vorne benutzen oder dann eben alles zur Seite stellen schon mal. Anders wird das, glaube ich, auch nicht gehen. Ich muss hier Platz schaffen, bis zum geht nicht mehr. Aber ich merke doch schon, es dauert doch schon seine Weile, dass wir hier eine Weile an ein paar dran sitzen. Naja. Ja. So, jetzt brauchen wir so ein kleines hier endlich mal. Die Probleme
Teile. So viel kann man ja nicht mehr gebrauchen, weil so viel ist ja auch nicht mehr da. So viele Schritte sind nicht mehr da und... Ach, eins wollte ich noch sagen. Guck mal, was ich jetzt machen kann. Wartet. Die Dinger hoch. Obwohl, warte, ich mach das gleich ganz noch besser. So müsste es der hier sein. Es geht. Ja, wie habe ich das jetzt hinbekommen? Und zwar einer der, wie ich so nenne, Nagel. War nicht richtig drinne. Und hat dadurch den Weg komplett versperrt. Das war der einzige Problem. Das heißt, so ein Stift war nicht richtig drinnen und dadurch hat es sich einfach nicht richtig gedreht gehabt. Gut, ist ja jetzt das Problem, ist jetzt zum Glück behoben. Ich habe wirklich sehr lange dran gesessen, weil man guckt so, man dreht sich in das Nieren. Und guckt, da hängt ja. Dann da spürt man, da ist ein Widerstand, da wird bestimmt was sein. Hat aber eben, wie gesagt, halbe Ewigkeit gedauert, das rauszubekommen. So, falsch rum. So, was ist? Nee. Mach sie so rum. Und dann eben wieder rein und dann wieder drauf, dann klappt das alles. Den wie durchgesteckt. Ja, das bestimmt nochmal, oder? Also bisher noch nicht, aber ich denke mir doch schon, dass das noch einmal passieren kann, dass das hier aufbauen muss. Stecke ich überhaupt richtige Seite gerade rein? Ja. Weiß ich nie. Ach, hier unten kommt noch einer rein. Nee, hä? Was? Doch, hier unten kommt noch was drauf. Deswegen ging das gerade zusammen, so ein kleines Ding nur. Einfach nur, damit der Abstand da ist. Sonst würde das Ding ja komplett einbrechen. Ich sehe gerade, mein Video ist fertig. Das ist jetzt Reborn 2. Das müsste jetzt fertig sein. Was es ist, ich weiß nicht, ob ich schon das Video rausgebracht habe. Eine lange rote Stange. Also, wir haben keinen Teil weg. Ohne verbaut zu werden, das geht hier nicht. So, wie viel kommen denn jetzt hier drauf? Vier. Der einzige Nachteil der Spätschicht ist wirklich, ich kann keine Simpsons am Dienstag gucken. Ja, das ist für mich der Black Horror. Na okay, ich kann den ersten Teil und den zweiten fast komplett schauen. Hier kommt noch ein schwarzer rein. Ach, der wird... Achso, naja gut, den kann man ja auch hier noch reinstecken. Wenn das ordentlich hier ausgerichtet ist. So. Ich bin mal gespannt, bei Byte habe ich jetzt eine Werbung gemacht für meinen Kanal mit dem Lego Technik hier. Ich würde es mal angucken. Bin ich ehrlich. Auch wenn das ein bisschen übertrieben sind, die Videos hier mit der Länge, aber ich würde mir das wirklich angucken. Ich würde mir die Zeit nutzen und das Ganze hier angucken. Wenn ich mich interessiere dafür, beziehungsweise sage ich, jo, okay, ich möchte gerne das auch mal bauen, dann würde ich mir das Ganze angucken, aus dem folgenden Grund, dass ich dann weiß, was kommt auf mich zu, oder ist das was für mich, oder eben, ist es schwer, ja, deswegen würde ich sowas gerne immer, also würde ich sowas angucken, wenn ich das bräuchte, hier rein. Aber ich baue es ja und habe, ne doch, ich habe mir vorher angeguckt. Ich habe mir vorher zwei oder drei Videos angeguckt zum ganzen Ding und habe mich gefragt, brauche ich das? Muss das sein? Will ich das? Und ist das wirklich so gut? Und ich sage wirklich, auch wenn das extrem teuer ist. Also es war, ist ja wirklich extrem teuer. Macht es auch extrem Spaß und das ist natürlich wichtig, finde ich jetzt. Und dass es noch einen in dem Alter Spaß macht, das ist ein Wunder. So.
Vielleicht wird ja nochmal sowas kommen. Einfach mal abwarten. Ich weiß nicht, was hier auf uns noch zukommt. Wenn nämlich das richtig gut an, also es kommt gut an, sage ich jetzt mal so. Habe ich hier kleine benutzt? Oder habe ich das falsch rum? Ich glaube, ich habe die falsch rum reingesteckt. Ja, ich habe die falsch rum reingesteckt. Ach ja, das sind kleine Probleme, die auch große Probleme machen. Die Hände sind doch extrem rutschig. Ich weiß nicht woher. Ich habe ein schwettiges, ein stohlöliges angepackt. Ist komisch. So. Das war so hier drauf. Und hier kommt... der hier hin. So von oben drauf. So. Das ist die Übergabeschere. Also ich sage jetzt mal Übergabeschere. Das ist einfach nur die Übergabestelle, wo das drüber rüberkommt. Schere sind einfach Übergabestellen, sagen wir es mal so. Im Fachgebrauch. Haben bestimmt noch eine ganz spezielle Bedeutung, aber die kenne ich leider nicht. Die weiß ich nicht so. So hier. Aber wie gesagt, das macht mir so viel Spaß, um das Ding zu sehen. Das ist ja ein Koloss und Gewicht hat es ja auch schon. Und da bin ich noch nicht mal fertig. Hier vorne habe ich auch gesehen, wie das eigentlich funktioniert. Das ist ja hier dann zu hoch und runter schrauben. Aber wir werden jetzt sehen, wo wir hier noch rauskommen. Eigentlich wollte ich ja hier noch Leute einladen, mit denen was machen, nebenbei quatschen. Aber ich kann es doch nicht so einfach machen, wie ich mir das Ganze vorstelle, wie sich das anhört. Weil die Leute brauchen A Zeit und B kommt hier noch ein Teil rein. Hier kommt das hier. Natürlich wieder umgedreht. Also es hört sich einfach an, oh ja, hol mal die Leute dazu, mach mal dies und das und jenes. Aber es ist überhaupt nicht einfach. Dadurch, wenn ich jetzt mit Byte aufnehmen möchte, das alles komisch teilen muss. Machen wir es mal so. Dann muss ich das machen, dies und das und Kollegen hierher mitnehmen. Dann ist das da und dies und das und jenes. Und die Zeit muss ich einteilen. Und die Lust, also Lust schon, aber die Konzentration dazu. Das ist das Schwierige, glaube ich, dazu mehr. Weil die ganze Zeit jetzt hier konzentrieren auf diesen, das und jenes. Es hängt schon, man merkt schon, wie es nachhängt. Was ist das für Probleme? Ach hier. Was das für Probleme macht, dieses Zuhören und lieber was machen, das ist für das Alter, was ich erreicht habe, schon zu spät. Auch wenn ich noch jung bin und jung aussehe. Ja. Nee, das Ding. Wie gesagt, das ist. Ich würde es gerne machen, aber es ist viel zu viel Arbeit dahinter. Also die Arbeit ist nichts, was ich jetzt sage, ach nee, Arbeit, nee, bloß nicht. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, wie ich das so bezeichnen soll. Ich kann diesen Part nennen, wenn sie es verzweifelt oder sonst irgendwie. So. Und die Teile kommen wohl gar nicht mehr ran. Echt schade. Ich hätte es gedacht, die kommen jetzt noch an Bagger ran, weil die so mechanisch aussehen, aber anscheinend überhaupt nicht. Das ist ein bisschen schade, also. Das so rumdrehen, nicht so hier rumdrehen. Ah, okay. Hier dran. Und das Ganze...
Jetzt müssen wir mal überlegen, das steht jetzt so rum da. So steht's da. Achso, ihr guckt da. Und das wird hier raufgesteckt. Oben? Nee. An dem blauen unten. Okay. Na, geh rein. Nee, es geht doch nicht. Ah, hier ist ja schon ein Ding drin, oder habe ich mich versehen und da ist überhaupt nichts? Doch, da ist es. Da ist ein Ding drin. Oder habe ich jetzt mit dem Schwarzen mich verguckt? Ja, klar, hier kommt kein... Wie kam ich da drauf, dass hier ein Schwarzes rein muss? Oder, nee, das habe ich irgendwo abgezogen bestimmt. Ist ganz gut möglich, dass ich das irgendwo... abgezogen habe. So, das hier drüben wird oben befestigt. Oh, das ist doch schief, das Ganze. Was? Ne, doch, schief. Und das läuft dann hier so rein? Oder? Okay. So, den habe ich bestimmt irgendwo rausgesteckt, oder? Oh, hoppala. Ja, lassen Sie mal so, wenn wir unser Ersatzteil Lager da drüben. Und wenn jetzt nämlich hier ein Stein drauf fällt, heute Abend gleich hier drauf. Dann wird das Band angefahren und kommt hier runter. Geil. Ich finde es einfach nur Hammer, wie es aufgebaut ist. Jetzt kommt der... Ach, hier kommt auch noch die Teil drauf. Bis Teil 70 ging es ja noch, genau. Genau, das habe ich ein bisschen falsch jetzt interpretiert. Bis Teil 70 geht es ja so. Und hier hinten, ah, okay. Haben wir jetzt so die das sind die Aufstecker für die Antriebe. Ich weiß noch nicht, wie die dann angetrieben werden oder so. Aber dafür sind die Antriebe dann da. Gut, Leute, das sind die Ersatzteile. Der Tisch ist mal wieder leer. War ja auch nicht gerade so viel. Weit haben wir es trotzdem geschafft. Geil sieht er aus. Richtig massiv. Langsam, wenn wir mal überlegen, wo wir angefangen haben. Bei der Kiste da drüben. Ist schon gewaltig. Gut, Leute, ich würde mal sagen, war es das mit dem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, tippt noch nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt oder auch nicht. Ich werde mal gucken, weil hier sind ja so unendlich viele Teile drin, wie ich das eigentlich dann sortiere. Guck mal, das hier geht es ja auch noch weiter. Hier bauen wir immer noch an dem Vorderteil oder was. Das ist... Hier hört es auf. Hier kommt dann der Antrieb hin. Also der hinten der Motor. Also bis 464 geht das und wir sind bei 271. Also es sind fast 200 Schritte, die wir hier aufbauen müssen. Ich weiß also jetzt nicht, wie weit der Part jetzt fortgeschritten war, weil die Aufnahme ist abgebrochen. Wir sind jedenfalls jetzt hier fertig mit dem Aufbauen und ich habe jetzt gesagt, ich werde dann die Teile sortieren. Ich mache jetzt kurz Zusammenfassung. Das ganze Ding funktioniert jetzt zu drehen, kann ich das ja alles funktioniert. Die Schirre ist eingestellt, wenn jetzt hier die Teile drauf kommen, rollen sie jetzt hier runter und gehen dann hier so hoch und kommen dann hier runter. Drehen tut sich alles. Wir haben jetzt noch am Ende die Dinger hier hinten für den Antrieb drauf. Und wir haben gesehen, dass als nächstes kommt das Schaufelrad mit 200 Schritten. Ich werde hier den Tisch räumen und den Tisch aufbauen und sortieren schon mal die Teile. Das werde ich mir heute vornehmen. Das wird sehr viel. Und ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Part jetzt abgebrochen ist. Ich muss mir das Ganze anschauen und dann will ich es ein bisschen nächstes Mal sagen, wenn ihr es so wollt.